Hallo, willkommen in Hollis Kaschemme. Ja, Freunde, nach 2,5 Stunden, der Countdown läuft, geht's los gegen die Borussia. Das ist ja eigentlich das richtige Derby gegen Düsseldorf. Naja, haben wir die letzten Jahre so und so wenig gespielt. Und die Vorstadtpillen da, die kommen mir dann auch noch. Aber da kommen wir dann später zu. Ja, der Countdown läuft, 2,5 Stunden noch, Freunde. Es geht los, heute hatte ich frei. Ich habe eben schon die ersten Aufrufe gekriegt. Wann bist du wieder auf Sendung? Holger, sei gegrüßt. Deine zwei Jungs grüße ich natürlich auch hier an dieser Stelle als FC-Fans. Ne? Gurke, André, Nana, lass mir lieber mal weg. Holger, du weißt, wer gemeint ist. War mein ehemaliger Chef. Ja, Freunde, dann wollte ich noch ein paar aus Nieste grüßen, kann man so sagen. Der Rolf wird natürlich heute Bus organisieren zum FC. Und dann werden wir mal sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe sehr, dass wir mindestens einen Punkt machen, obwohl gehen die Borussen zu Hause. Das ist immer so eine schwierige Sache. Vor 2 Jahren war ich selbst da mit meinem Sohn, hat mir VIP-Karten, war eine geile Angelegenheit, war super. Und als der Terodde dann natürlich in der Nachspielzeit das 2-1 macht, nach einer Flanke vom Bucker Rausch, das war der einzige Flanke in der ganzen Zeit, wo er da war, die vernünftig war, haben wir dann 2-1 gewonnen. Trotzdem sind wir leider abgestiegen, jetzt sind wir wieder da. Deswegen bin ich mit Punkt zufrieden und der Klassenhalt, das reicht mir dann. Ja, die Borussen freuen sich. Ihr Günther wird 75, war ja damals auch eine starke Rivalität mit Günther Netzer und mit Wolfgang Oberath. Der Netzer, naja gut, der hat den 72 gespielt, da sind wir Europameister geworden, aber der Wolfgang Oberath, der hat den 74 gespielt, da sind wir Weltmeister geworden. Während die Eltern noch wissen, wie der Günther Netzer sich selbst eingewechselt hat und macht das Tor da gegen Köln. Ach du lieber Gott, ne, ich darf gar nicht mehr dran denken. Aber der Günther hat im Interview selber zugegeben, der Wolfgang Oberath war der bessere Nationalspieler. So. Da sind wir am Punkt. Was haben wir denn heute noch laufen? Heute Abend kommt dann der Reiser, Leipzig gegen FC Bayern. Ja, jetzt will ich mal einen Tipp abgeben. Ich sage erstmal Köln gegen Gladbach. Ich hoffe auf ein 2-2. Mein Freund Cordoba spielt heute wieder. Der wird schon ein bisschen was reisen. Aber die Borussen sind mir auch nicht ganz geheuer. Der Bayer Lotzer will ja richtig offensiv, aggressiv vorne drauf gehen. Wir sind mal gespannt. Das ist ja eigentlich das Borussen-Muster auch. Ja, ich hoffe auf ein 2-2 und der FC Bayern wird in Leipzig ein ganz schweres Ding. Wobei ich sagen muss, ich tippe mal ein 1-1. Wobei ich sagen muss, der FC Bayern wird wohl Meister. Und alle Borussen-Fans aus Dortmund werden sich vielleicht jetzt ärgern. Aber Leipzig wird Zweiter und die Borussia wird leider nur Dritter. Das sind meine Tipps, die könnt ihr gerne selber abgeben. Und ja, jetzt muss ich erstmal hier ein Tablettchen nehmen. Meine Frau weist mich schon darauf hin. Das ist alles gut gegen Herzinfarkt. Sonst, die hat immer ein bisschen Muffe, dass ich dann, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, abkacke. Aber das ist so. Oh Leute, ist das widerlich. Aber wenn es hilft, man nimmt es zu sich. Ja, morgen kommt der Krombacher. Dann machen wir das Sonntag bzw. Montag. Rückblick auf Krombacher. Vorige Woche war ja überhaupt gar nicht großartig was vom Krombacher. Dann grüße ich hier nochmal an der Stelle alle FC-Fans, alles Gute, ne? Frosch, Victor, mein ehemaliger Trainer und alle, die mir jetzt nicht einfallen, natürlich auch. Ja, und dann noch einen kleinen Witz am Rande. Ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt habe, ich erzähle ihn trotzdem, auch wenn es zweimal war. Stehen zwei Männer in der Straßenbahn enden miteinander und da sagt der Mann, onanieren Sie? Sagt der andere, ja, warum stört es Sie? Nee, das nicht, aber Sie müssten jetzt Ihren nehmen, ich muss aussteigen. Ja, Freunde, das war's erstmal vorab. Tut mir leid, dann wollen wir hoffen. Vielleicht gewinnen wir auch das Ding. Vielleicht melde ich mich auch nochmal in der Halbzeit. Mühle, du bist ja auch heute vor Ort. Alles Gute, Jungs. Wir hoffen auf den Dreier. Ciao.